Scheiße, er hat noch gemerkt. Ja, er darf noch mal. Dann herzlich willkommen zu den Keine Wochenjungs. Es ist Zeit für keine Wochenshow-Tipps. Ja, du hast Musik, die scheiße, aber mein Buch. Mein Buch ist. Du weißt gar nicht, ob meine Musik scheiße ist. Doch, das wisse ich. Nein. Aber ich habe, bevor wir zu der Scheißmusik kommen, und dann, wo ihr dann gerne abschalten könnt. Nein! Deswegen erzähle ich jetzt von meiner CD. Von meiner Musik. Das ist ja wohl das Allerschärfste hier. Fängt da ja an, schlecht zu machen, bevor du es anhörst. Ich höre auch zu. Genau. Klatsch. Sunrise. Ach du Schande. On Slaughter Beach. Ich hatte recht. Nein, hast du nicht. Großartiger Bluesrock tendiert mit Elementen des traditionellen Rock bis hinter zu Stoner Rock. Die ganze Bandbreite des Neil Fallon. Seit 1991 gibt es Klatsch und der wirklich alle möglichen Phasen durchgehabt. Weißt du, was mir da einfällt? Ja. Klatsch ein, Klatsch aus, Klatsch ein, Klatsch aus. Ja, genau. Ha, 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 ha. Klatsch ist, wie gesagt, eine großartige Band. Die gibt es seit 1991, mittlerweile 13. Album. Viele sagen, dass es sehr uninspiriert ist, das Album. Viele sagen, dass es langweilig ist, dass es nur hingehört. Aber du fandst es hervorragend. Ich fand es gut. Achso. Es war gut. Das Krasse ist ja, dass sich ja ganz viele Leute aufgeregt haben. Das Ding hat nur 9 Songs. Auf der ersten Pressung, die ausgeliefert wurde, waren nur 7 Songs drauf. Haben sie 2 vergessen. Das kann ja schon mal passieren. Ja, vor allem, weil du merken musst, weil die Länge der Platte von 33 Minuten auf einmal um 27 Minuten nur noch ist. Also die werden langsam mal kürzer, die ganzen Platten. Entschuldigung, wie kann bitte sowas passieren, dass man 2 Songs vergisst? Ja, vor allem die hinten draufstehen. Oder hörst, willst du die anhören, sind die da. Wurde ganz auf der großen Internet-Börse sozusagen auf und runter gemeckert. Aber wie gesagt, Andy, es ist ein schönes Album. Ich dachte, es ist auch wirklich eine tolle Liveband. Die spielt auch jetzt in Berlin am 22.11. Im Haxis, wenn ich mich nicht ganz täuschen sollte. Ja, Haxis Neue Welt. Muss man sich wirklich angucken. Die hatten, Neil Fallon hat vor Jahren mal einen Song mit Wallbeat gemacht und das ist sie wirklich durch die Decke gegangen. Also wie gesagt, das ist insgesamt, auch wenn vieles zerreißt, ein schönes Stoner-Rock-Album. Was? Also? Stoner Rock. Stoner Rock ist das, wo man früher mal gesagt hat, die haben eher zu viel gekifft. So ein bisschen schwermütig, ein bisschen blueszogen. Und die machen das eigentlich in Perfektion, diese Musik. Und ich finde die wirklich toll. Und für mich ist das Highlight der Platte Three Golden Horns. So diese perfekte Beispiel, wie Klatsch klingen sollen. Wer ist die Band? Klatsch. Meine Damen und Herren, Witz. Ja. Nächste Woche. Nächste Woche an dieser Stelle. Nein, nächste Woche an dieser Stelle. Tratsch. Mensch, jetzt darfst du zu deinem. Also wenn wir mit dieser Sendung nicht für den Comedy-Preis nominiert werden, dann... Für den Grimme Online-Preis. Genau. Mal wieder. Ja, also da müssen wir uns unbedingt noch mal ins Gespräch bringen. Aber wahrscheinlich kriegt man den nur, wenn man 100 Zuschauer hat. Haben wir doch. Oder du musst dich einmal an deinem Bier verschlucken und vom Stuhl kippen. Oder so eine Fontäne rausbrücken. Wir kommen zum Ernst des Lebens, nämlich zu meinem Buch. Es ist, und das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Buch, es ist tatsächlich eins meiner Buch-Highlights in diesem Jahr. Es ist, muss ich natürlich an der Stelle auch sagen, es ist wieder mal Coming of Age, aber ich finde es einfach ein wunderbares Genre. Und es ist auch ein Buch, was wirklich sehr hoch gelobt wurde, was auch in den Buchcharts war im vergangenen Jahr. Es ist 2021 erschienen. Es ist Heartland von Benedikt Welz. Klingt englisch, ist aber ein ist aber so. Deutscher Autor, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich glaube schon. Und zwar spielt das Buch allerdings in den USA, in Grady in Missouri im Jahr 1985 und es geht um Sam. Sam ist 15 Jahre alt. Ja, seine Familiengeschichte ist schwierig, weil seine Mutter Krebs hat und im Grunde weiß man, es könnte eigentlich immer zu Ende gehen. Also irgendwie hält sie sich noch, aber man weiß es nicht so genau. Es gibt immer Hoffnung, aber naja. Sie hat einen Buchladen, in dem Sam auch immer sehr gerne ist und den sie auch immer sehr gut pflegt. Und der beginnt einen Ferienjob im Kino der Stadt, das allerdings auch so eigentlich nur vor sich hin darbt. Also eigentlich steht das auch vorm Aus. Lernt da aber halt auch neue Leute kennen. Also er lernt Cameron kennen, Hightower nennt er sich und Kirsty. Und natürlich entwickelt sich da, also er
am Anfang ist er so ein bisschen der Außenseiter, aber nach und nach wird daraus dann doch eine ganz gute Clique. Und natürlich kommt die erste Liebe ins Spiel. Kirsty hat es ihm angetan. Und sie sendet auch Signale, die dann so in die andere Richtung kommen. Ja, also so erleben wir Sams Sommer. Und im Laufe dieses Sommers begibt er sich dann mit seiner Clique auf geheimnisvolle Reisen durch die Stadt und erlebt ganz tolle Dinge. Er muss Mutproben erledigen. Ja, und dann aber gibt es dann noch im Laufe des Buches, will ich jetzt nicht näher verraten, aber es gibt dann noch ganz andere Herausforderungen, die auf ihn einstürzen. Und ja, also es ist so ein Buch, am Anfang, es ist ja immer so, am Anfang muss man sich ja so ein bisschen abtasten mit zu so einem Buch, aber am Ende ist es wirklich total fesselnd, total deep, sage ich mal. Und es ist einfach eine wirklich tolle Geschichte. Und auch, also Benedikt Wells, muss ich ehrlich sagen, schreibt auch wirklich ganz toll. Es ist so fast kinomäßig, wie er so schreibt. Man hat das alles so sehr gut vor Augen und es ist tolle Dialoge, sehr fesselnd und ja, also hat mir echt gut gefallen. Benedikt Wells, Heartland, im Diogenes Verlag. Wobei ich sagen muss, ich mag die Diogenes Bücher eigentlich nicht, weil ich finde die immer, also diese altbacken. Covergestaltung finde ich altbacken, total, also zieht einen eigentlich auch überhaupt nicht an. Und das Buch kostet auch, also letztes Jahr schon 24 Euro. Das ist so wie Leon Feuchtwanger ja. Oder sowas. Also, ich finde, aber es scheint ja trotzdem zu funktionieren. Aber ich glaube, Diogenes könnte noch mehr Bücher verkaufen, wenn sie ein paar schönere Cover. Aber naja, tolles Buch und ja, dann war's das. Ja. Bis zum nächsten Mal, also Mittwoch dann. Bis zum Klatsch dann, ja. Nächsten Montag, Mittwoch Attest und Freitag, naja, unsere Runde. Wir schauen mal, was da daraus wird. Tschüss. Bis dann.